Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim Weed Farmer Simulator. Mitten in der Nacht. Es sieht alles ja sehr ruhig und sehr friedlich aus. Ich muss bloß unser Inventar mal wieder hier ordentlich zusammenpacken. Ich hatte in der letzten Folge, war das glaube ich, sogar hier nochmal alles gegossen. Es war sehr spät geworden. Ja, das ist ausreichend gegossen. Das heißt, wir können uns schlafen legen. Ja, und gegebenenfalls morgen früh können wir dann schon ernten und verkaufen. Und damit machen wir jetzt jedes Mal sehr viel mehr Gewinn. Was ja auch irgendwie das Ziel war. Oh, dreiviertel zehn. Erstmal ordentlich ausgepennt hier. Guten Morgen. So, das hatte ich natürlich nicht mehr aufgefüllt. Das ist super klug von mir gewesen. Sollte ich erstmal machen. Und wir haben ja festgestellt, dass wir den Kanister auch zum Gießen nehmen können. An diesem überaus lauten, ja, Wasserhahn. Oder Pumpe oder was auch immer das sein soll. Ja, it looks like you're out of water. Ist ja schön, dass du mir das sagst. Ich mach das doch gerade schon. Hier, guck, unter Wasser. Geil. So, dann wollen wir mal gießen. Damit das hier auch alles schön zügig alles reif wird. So, dann mal das erste Feld. Dann machen wir hier gleich weiter. Ey, was willst du denn von mir? Das Ding ist auch komplett voll gewesen. Trage ich jetzt hier dieses Schild mit mir? Da habe ich ehrlich gesagt wenig Lust drauf. So, hier noch ein bisschen. Und dann müssen wir erstmal wieder nachfüllen. Ich meine, gut, an sich besteht das gesamte Gameplay daraus. Anpflanzen, immer wieder wässern, verkaufen, anpflanzen, immer wieder wässern, verkaufen. Ja gut, dazwischen liegt noch das Ernten. Aber so im Großen und Ganzen ist das hier schon, ja, auf Dauer fast ein bisschen langweilig, möchte ich sagen. Ich möchte natürlich schon irgendwie so weit kommen, dass wir mal ja einen Traktor oder so haben. Und gegebenenfalls halt auch einfach größere Felder. Das ist halt der Anfang, glaube ich, einfach, der sehr schwierig ist und ja, sich auch sehr lange hinauszieht. Aber was willst du machen, ne? Wenn du keine anderen Möglichkeiten hast. Ach cool, ich gieße hier gerade irgendwie die ganze Zeit daneben. Ist ja schön. Und das hier geht mir auch sehr auf den Sack. Nimm das Schild weg. Ich brauche das nicht mehr lesen. Ich habe das schon gesehen. Ich hätte ja eher gedacht, dass hier Benzin rein muss für die Traktoren. Aber anscheinend sind die nur für Wasser gedacht. Müssen wir unseren Traktor dann überhaupt tanken? Ich glaube fast nicht, oder? Und dadurch, dass immer dasselbe passiert, es ist halt auch wirklich sehr schwierig, hier irgendwie Folgentitel sich auszudenken, weil ich könnte eigentlich jeden Tag reinschreiben, wir haben Bäume gefällt. Weed Farmer Simulator, Folge 16. Und wieder ein Baum gefällt. Das ist halt, ja. Na, das ist ein bisschen blöd. Ich meine, grundsätzlich finde ich, dass das Spiel schon Potenzial hat. Man kann hier mit Sicherheit noch ein bisschen was einbauen. Und dann würde das Ganze auch sehr viel spannender werden. Und wenn man vielleicht halt, ja, auch ein bisschen mehr für so ein Bad bekommt.
Weiß schon so, zwecks Finanzen. Damit man halt einfach ein bisschen schneller vorankommt. Ach so, ist schon voll. Dann machen wir hier gleich noch ein bisschen. Sag mal, kann ich das hier irgendwie mal... Ich habe das doch begriffen. Hier guck, ich pack das da drunter. So, jetzt ist Water Level wieder grün. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist halt schon, wenn wir mal ehrlich sind, noch ein kleines bisschen buggy. Nur ein kleines bisschen, also jetzt nicht schlimm, aber halt auf Dauer ein bisschen nervig. Und was halt auf jeden Fall fehlt, hier mehr Musikunterschiede und dass man die auf dem ganzen Hof hört, wenn man das Radio anmacht. Weil hier, also ich höre zwar die Grillen zirpen, aber das ist so leise, dass ihr das gar nicht mehr hört. Ach krass, brauche ich nicht mehr gießen. Naja. Dann ist das halt fürs nächste Mal schon gegossen, schon voll. So, jetzt sollten wir eigentlich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, sehr viel Geld bekommen. Und wir pflanzen gar nicht so spät an, das heißt, wir kriegen morgen Abend vermutlich sogar noch mal Kohle. Was ja nicht schlecht wäre. Und dann wollten wir sowieso darauf gehen, dass wir hier pro Feld 25 haben, damit sich das schöner anpflanzen lässt. Vielleicht machen wir das dann auch gleich so. Sag mal, war da eine ganz kleine dabei? Ihr seid hier aber schon reif, oder? Wurde da vielleicht eine nicht ausreichend gegossen? Kann das? Ja, hier, guck mal, auch so eine ganz kleine. Jetzt sind die auch nicht mehr reif. Ich war doch gerade hier mit der Gießkanne. Und warum ist die eine nicht reif? Also, so gar nicht. Finde ich nicht in Ordnung. Ich rupfe die da jetzt trotzdem mit raus. Weil letztendlich so ein bisschen Verschnitt musst du halt mit einplanen. So, ihr seid alle super gewachsen. Freue ich mich. So. Haben wir das? Wie viel? 833. Können wir schon ein bisschen was von kaufen. Da wird jetzt gleich die Kasse wieder klingeln, im wahrsten Sinne. Ach, ich wünschte, ich hätte diese 10.000. Ich wünschte es so sehr. So, 846 haben wir. Ja, na dann. Wollen wir mal. Alter, ist das laut. Alter, ist das laut. Ekelhaft. 165. Bleiben wir bei 20 oder. Oder wollen wir vielleicht gleich die 25 wagen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei, vier. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ach, weißt du was? Ich finde es mit den 20 ganz gut. 1, 2, 3, 4, 5. So. Das sind erst vier, okay.
So, nochmal 20. Zumindest bekommen wir jetzt damit einige Felder voll. So, und vor allem, wenn wir einige Felder voll bekommen, bekommen wir natürlich auch sehr viel mehr Geld. So, hier nochmal. So, die letzten fünf. Hier ist. Na, wenn die reif ist. Außerdem, ich kann ja auch noch mal was kaufen. Dann kriegen wir das Feld hier bestimmt auch noch voll. Oh, die eine, das ist so ärgerlich. Warte mal, wenn wir das eine Feld noch zusätzlich voll bekommen, wäre natürlich super. So, verkaufen. Nochmal 98. Na, bleiben nochmal 5 übrig. Schade. Aber ist ja nicht schlimm. So, 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht mache ich einfach mal so ein Testfeld mit 25. Das ist doch eine super Idee. So, Gießkanne auffüllen. Aber sowas Ärgerliches, warum wachsen die manchmal nicht ordentlich? Stehen die vielleicht einander im Licht? Weil es halt auch eine Pflanze so direkt am Rand war. So, diesmal achte ich drauf, dass hier alles schön voll ist. Aber sie scheinen auch alle Wasser zu bekommen. So soll das sein. Und da reicht nicht mal eine Gießkanne. Und in diesem Kanister ist halt leider gar nicht wirklich mehr drin. Obwohl er eigentlich größer ist als so eine Gießkanne. Klar. Wenn wir hier mit Gießen fertig sind, können wir fast schon wieder ins Bett gehen. Einfach morgen wieder ein paar Bäumchen fällen. Juhu, so. Und dann haben wir das, dann die Gießkanne. Da muss ich sagen, den Drug Dealer Simulator fand ich dann doch ein bisschen spannender. Da musstest du wenigstens ab und zu vor den Cops flüchten. Hier ist ja halt. Da fährt ja nicht mal jemand auf dem Fahrrad vorbei und fragt, ob er eine Tüte haben kann. Hier ist ja sowas von tote Hose. Außerdem haben wir festgestellt, dass wir komplett eingezäunt sind. Was ich natürlich jetzt auch nicht unbedingt politisch richtig finde. Auch Grasbauern haben ein Recht auf Anbindung. Alter, wie lange es dauert, bis wir hier alles gegossen haben. Wir brauchen halt langsam wirklich dringend einen Traktor. Und ich wünschte immer noch, man könnte Stöckchen verkaufen. Als Brennholz. Zum Beispiel. Wäre ja eigentlich gar nicht mal so abwegig.
Ja, 20 Liter steht drauf. Dann hat die Gießkanne also auch 20 Liter Fassungsvermögen oder wie schaut das aus? So eine normale Gießkanne, ich glaube 10. Finde ich schon ein bisschen seltsam. Weil wenn wir durch sind, darf ich ja nochmal durch, weil die haben jetzt alle schon wieder Wasser verloren. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. So, dann haben wir das hier auch. Ja, out of water. Klar, sehe ich, wie leer dieser Kanister hier ist. Wenn ich dann mit diesem Bewässerungsanhänger vom Traktor auch nur ein Feld machen kann und dann ist das Ding leer, dann werde ich vielleicht ein bisschen ungehalten. Oder ich muss da 20 Kanister reinfüllen. Kann natürlich auch sein. So, langsam wird es auch spät. Wir müssen uns beeilen. Ach warte, die Gießkanne habe ich auch noch. Ganz vergessen. Ich hänge die hier einfach mal hin, bis sie voll ist. So, an die Warte. Schlückchen noch. Das sollten wir natürlich schon voll nutzen. Und ich glaube, dadurch, dass sie jetzt kaum bewässert waren, sind die bisher auch nicht so wirklich gewachsen, oder? Ja, wobei, ein bisschen was haben sie ja. Dann hier. Ja doch, ist er auch gewachsen. Obwohl es nicht bewässert war. Na immerhin. Und wenn das mit dem 25er-Feld hinhaut, können wir eigentlich ab der nächsten Runde vermutlich sogar alle Felder mit 25 bewirtschaften. Das wäre sehr geil. Mal kann ich das vielleicht, wenn ich das nochmal jetzt hier reinziehe? Nee, immer noch nicht. Cool. Ist natürlich super. Damals die ganze Folge nur dran gehangen, hier irgendwie unsere Blumen zu gießen. War ja super spannend, geil. Na gut, aber immerhin, wir haben ja auch einmal geerntet, das war auch sehr, sehr viel Geld. Da können wir uns eigentlich nicht beschweren. Und vielleicht können wir uns ja auch mit der nächsten Ernte, sollte was übrig bleiben, würde ich mir bei der nächsten Ernte vielleicht sogar einen kleinen Dübel einfach mal gönnen. Dann holen wir uns Tabak und Blättchen. Können wir ja eigentlich mal machen. Da holen wir uns einfach nur so viele Samen, wie wir brauchen. Und das, was übrig ist, das behalten wir. Ich kann jetzt zwischen den Folgen einfach mal ganz kurz ausrechnen, wie viel Geld wir brauchen, um 8 Felder mit 25 Samen zu machen. Das wären, glaube ich, $125 pro Feld. Sollte ja eigentlich durchaus im Bereich des Möglichen sein. Oh, ich kann eigentlich gleich nachgießen. Das mache ich mal noch schnell. Bevor wir schlafen gehen. Unser ganzer Schlafrhythmus ist hier total im Eimer. Das war...
Was war denn das? Hä? Was war das für ein Geräusch? Das war gruselig. Ich habe mich gerade ohne Spaß wirklich ein bisschen erschrocken. Wo kam das her? Ah, ich habe eine Vermutung. Ich glaube, das war der Folgentimer. Also höchstwahrscheinlich war das der Folgentimer. Ich dachte, ich habe den auf Mute. Schaue ich gleich auch nochmal. So, hier einmal schnell alles nachgießen. Also, das wird nicht mehr reichen, oder? Ach, cool. So. Dann füllen wir das nochmal schnell auf. Und machen die restlichen Felder auch. Ein bisschen Überlänge ist ja okay. Hat ja noch niemandem geschadet. Von der hier füllt sich auch viel langsamer, als er sich ausleert, will ich mal sagen. So, jetzt können wir hier bestimmt schon wieder nachgießen. Ja, dachte ich mir. War hier nicht gerade eins mit sehr wenig Wasser? Die sind nicht alle gleichmäßig gegossen. So, hier auch nochmal alles. Okay, dann ist hier alles gegossen. Hier brauchen wir nochmal die Gießkanne. So, dann fülle ich die zwischen den Folgen wieder auf und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Jetzt noch einen entspannten Abend, mach's gut und ciao, ciao.